Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge. Ich grüße euch ganz herzlich, Episode 34 bei Rise of the Tomb Raider. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe mir vorher noch überlegt, hey, mal eine andere Ansage zu machen, aber irgendwie hat sich das jetzt bei mir ein bisschen eingebürgert. Gut, egal, Schwamm drüber. Wir spielen das Set fort. Wir setzen das Spiel fort, so ist richtig. Und mal kurz, also hier waren wir dran. Was müssen wir denn jetzt tun? Warte mal, überlegen uns das Ding. Da. Wir müssen in die Richtung. Geht klar. Sind wir hier alleine oder... Ach so, ach, tauchen. Neue Befehle. Wir bereiten den Abzug vor. Wir haben wirklich gefunden. Sieht so aus. Die Räumtrupps beladen schon die Helikopter. Hätte nie gedacht, dass sie fast zwei Minuten. Ich bin gar nicht da. Die Revolvermänner haben keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich will tiefer schwimmen. Ach man, verdammt. Na gut, okay, dann nicht. So, wo war jetzt der Ausgang? Das muss ja auch immer sehr brutal sein, ne? Ganz ehrlich. Bin ich wieder am Anfang? Oh, wo bin ich jetzt gelandet? Nein, hier will ich nicht hin. Ich glaube, ich will hier hin. Oh. Okay. Warte. Haben wir sonst noch irgendjemanden oder sind das nur die beiden? Sind wohl nur die beiden. Ups, Moment. Den. Ist hier sonst echt keiner mehr oder was los? Ist ja unglaublich, nur zwei Stück. Aber das glaube ich gar nicht mal, dass nur zwei sind. Na egal, wir haben hier die Taste, wir haben eine Truhe. Kipplaufflinte. Ist hier sonst echt nichts mehr? Ach, das war jetzt aber langweilig. Sorry an der Stelle, aber das war jetzt echt ein bisschen langweilig. Ja. Na gut, okay. Lassen wir es. Warst du mit Konstantin unten in Syrien? Ein ganz schönes Chaos. Croft? Konstantin hatte nicht erwartet, sie dort anzutreffen. Sie hat das ganze Grab über uns einstürzen lassen. Die macht ihm ganz schön zu schaffen. Apropos Croft, sie ist immer noch da draußen. Wollen die sie immer noch leben? Nicht mehr. Sie macht zu viel Ärger. Sie hätten sie töten sollen, als sie die Chance hatten. Sie war recht nützlich. Hat uns hierher geführt, oder? Glaubst du, Trinity wollte sie rekrutieren? Es steht uns nicht zu spekulieren. Die Befehle sind klar. Bei Sichtkontakt erschießen wir sie. Gut, ich nehme das zurück mit dem... Ist ja langweilig. Jetzt haben wir nämlich... ich sehe es nämlich von hier. Warte mal. Überlebensinstinkt. 3, 4, 5, 6. Ich würde die beiden da am liebsten ja gleichzeitig killen, aber wir sind hier nicht bei Far Cry. Ziehen wir zusammen mit den Obwohl, anderen. Warte mal. Noch nicht. Wir halten die Augen offen und drehen unsere Runden. Oh, der geht. Geht immer noch? Geht immer noch? Mensch.
Hey, hilf mir hier mal. Klar, einen Moment. Was ist los? Der Truck ist hin. Das ist gut sein. Wir nehmen sowieso nichts von dem Mist mit, wenn der abzieht. Da hast du wohl recht. Bewegen die sich jetzt noch oder machen sie nichts mehr? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das war mit den Pfeilen, weil sie kann ja irgendwie zwar. Oh, ach du Scheiße, ich sehe es. Oh, war ja. Okay, Moment. Stopp mal eben. Da waren ja noch zwei andere. Ah, ich glaube, ich kann mich hier vorbeischleichen. Ja. Ich könnte... Na, ich versuche mal was. Warte. Da muss ich mich mal kurz anders positionieren. Da. Ih, das sind das mehr? Hier sind's nicht. Läuft! Das war gut. Nico, das war richtig gut. Das hat sogar hier den einen weggefetzt. Das war verdammt gut. Bin stolz auf mich. Aber so geil wie das war, desto schlimmer wird es wahrscheinlich nachher noch und deswegen nicht allzu viel feiern. Betreten Sie die Wetterstation. Okay. Was haben wir hier denn überhaupt? Haben wir noch irgendwas Schönes? Das ist ein Hubschrauberlandeplatz. Oh, oh, oh. Oh, jetzt geht's hier wieder ein bisschen in den Keller. Ja, ich habe mir vorgenommen, mein PC auch aufzurüsten, weil das geht hier nämlich auch teilweise echt überhaupt nicht mehr. Okay, das macht sie nicht auf. Das ist hier, wenn wirklich die Bildwiederholungsrate auf teilweise 19 runter drischt, das ist nicht gut. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Ja, retten ist eine schöne Sache, aber das ist immer eine Frage der Perspektive. Also, retten, ja. Was haben wir hier noch Schönes? Gucken bestimmt nicht ohne Grund hoch. Oh! Okay.
gerade als ich nach oben gucke, zack, gibt's da ein Loch. Ich glaub's ja wohl nicht. Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. Na lecker. Rückseite, Rückseite, Rückseite. Moment. St. Peregrinus. Schutzpatron der Todkranken. Und einem Knochen. So, hier einmal hoch. Oh, das gefällt mir. Eine offene Tür, das gefällt mir ganz und gar nicht. Oh, hier noch eine Truhe. Eine Kiste. Entschuldigung. Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Oh, eine Inschrift. Da. Eine Widmung. Keine Ahnung. Irgendwie. Sag doch was dazu. Den nicht. Jetzt müssen wir hier tatsächlich in die offene Tür rein. Ich glaub's ja wohl nicht. Durchsuchen Sie die Wetterstation. Okay. Aha, noch ein Tonbandgerät. Ich sterbe nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen, ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Aha. Ja. Anna hat ihren Bruder jahrelang manipuliert und ihn so zum Monster gemacht, dass er heute ist. Er tut mir beinahe leid. Geil. Mir auch so ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen. Damit er mir richtig leid tut, also mir persönlich, müsste ich ihn halt besser kennenlernen. Nur ich glaube, in diesem Spiel werden wir dafür nicht die Gelegenheit haben. Höchstwahrscheinlich. Nein, von hier bin ich gekommen. Eine Leiter. Oh, noch ein Tonbandgerät. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Lara. Aber ich versuch's weiter. Irgendwas passiert da draußen. Ich bin auf einen Baum geklettert, um das Tal besser zu sehen. Das sind alte Gebäude und irgendwas ist los. Anscheinend haben sie Helikopter und bringen Ausrüstung rein. Es muss Trinity sein. Das ist die einzige Erklärung. Sie sind uns doch noch zuvorgekommen, was? Ich beobachte sie seit ein paar Stunden und mache Notizen über ihre Patrouillen. Mit dem richtigen Timing sollte ich vorbeikommen. Du warst immer besser bei sowas als ich. Wenn du da draußen bist und mich hörst, bitte, bitte sei vorsichtig. Er hätte es bis in die Anlage geschafft, das hätte ich ahnen können. Viel Glück, Jonah. Ja. Pass auf dich auf. Ja, sei vorsichtig, ist klar. Immer. Wir sind immer vorsichtig.
gehorsam erbitten. Fügen Sie sich Gottes Willen! Wenn Sie hier predigen wollen... Jonah! Ich will nicht. Betretet den Gefängnisblock, ja. Ja. Warte mal, stopp. Haben wir eigentlich hier oben noch irgendwas? Wir nehmen uns die Zeit und gucken hier noch mal kurz um, ob hier irgendwas Schönes liegt. Aber ich glaube, jetzt auf den ersten Blick würde ich jetzt nichts erkennen. Deswegen geht's jetzt weiter. So, was haben wir hier noch? Ja, sonst nichts. Gut. So, bevor es da runter geht. Okay, es geht runter. Oh, oh, oh. Halt dich fest, Mädchen. Negativ. Wir fahren mit der nächsten Phase der Operation fort. Bereitet euch auf den Abzug vor. Wir haben Gesellschaft. Hier drüben. Das war jetzt nicht gerade sehr leise. Lass mal kurz gucken, haben wir hier noch irgendjemanden? Da haben wir Pfeile, da haben wir das. Ja, okay. Hopp. Sehr gut, Lara, sehr gut. Oh, oh. Oh Scheiße. Oh. Eieiei, okay, jetzt wird's... Oh, weia. Okay, okay, warte, warte. Moment! Da war doch die Leiter. So ein Scheiß. So ein Käse, Mann. Oh, nicht zu weit springen. Oh, Gottes Willen. Ja, okay. Wow, 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 wow. Wow! Oi, oi. So, wofür ist die Leiter hier? Hier ist doch irgendwas. Irgendwas Schönes ist hier doch. Die Leiter ist nicht ohne Grund da. Das heißt, hier unten ist irgendwas. Ich versuch's mal. Okay. Oh, oh, da hinten. Ja, ich sehe ihn schon. Kriegen wir den von hier? Hehehe, voll erwischt. Ja, ist okay. Ich will noch kurz gucken, ob ihr... Siehst du mal. Karte aktualisiert. Geheimnisse entdeckt. Ja. Und bevor wir hier runterspringen, weil ich nämlich glaube, dass hier gleich irgendwas Schlimmes passiert und ich wahrscheinlich länger brauche als 3 oder 4 Minuten, werde ich hier einen kleinen Cliffhanger machen, bevor es zum Cliffhanger übergeht. Also quasi so Cliffhanger. Versteht ihr? Cliffhanger. Seil. Cliffhanger. Pff, vergiss es. Das ist heute nicht mein Tag. Gut. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zugucken. Nächste Folge geht's weiter. Quasi sofort, mehr oder weniger. Ich will auch nicht lang stanken. Also deswegen, Dankeschön, tschüss, ciao, tschüss. Immer wieder, ne? Tschüss. Und bleibt geil. Dies bleibt geil, finde ich geil.